Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der F1 2019 Koop Liga. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute, willkommen. Wir sind in Singapur. Woo! Und in Singapur regnet es im Rennen. Ernsthaft? Ja. Warte mal, was hast du letztes Wochenende gejinxed? Du hast es wirklich gejinxed. Letztes Wochenende hast es rausgehauen. Okay, aber gut, wir müssen uns immerhin nicht um die Reifen kümmern. Das ist interessant. Wir werden vielleicht für Racing Point läuft es gerade nicht wirklich. Nicht wirklich, ja. Nee. Dennoch, schaut bitte gerne bei beiden Kanälen vorbei. Rechts also, und beim i. Ich habe seit drei Rennen keine Punkte mehr geschafft. Guck mal, selbst unser Fahrer hat hier zwei Bildschirme. Ja, eins für das Video. Dummer Backfisch. Ja, ja, schon. Ich habe F1 doch neu gestartet. Warte, jetzt. Geht's wieder, nicht? Hier mein Boxenstopp? Warte. Nee, ich weiß es noch nicht. Ah, ja, funktioniert. Also, hier, selbst unser Fahrer hat hier zwei Bildschirme. Also, einer für Jans Video und einer für mein Video. Also, könnt ihr zwei parallel schauen. Ja, erzähl weiter. Also, wir sind schlecht. Ich habe zwei Rennen nichts mehr geholt. Bin zwei Rennen hintereinander in der ersten Runde rausgeflogen. Und du bist dann später rausgeflogen. Ich bin in den letzten drei Rennen immer kurz vor Ende rausgeflogen. Naja, Belgien nicht wirklich kurz vor Ende. Aber in Ungarn war schon. Hey, du bist bei Alfa Romeo. Und jetzt in Italien war es wirklich zwei Runden vor Schluss. Ja gut, was soll ich jetzt sagen? Also wir nehmen am heutigen Tag drei Rennen auf. Nochmal, um es aufzufrischen für die, die es noch nicht mehr gekickt haben. Du bist doch kein Rennen gefahren. Genau. Ja, nice. Die Kurve hast du auf jeden Fall richtig gut genommen. Ja, ich hab. Jedenfalls nehmen wir drei Rennen auf: Belgien, Italien und Singapur. Belgien ging so von der Strecke her. Italien war schlimmer. Und Singapur ist einfach die schlimmste Strecke von allen drei. Und wir sind beide schon in Belgien und Italien rausgeflogen. Und jetzt kommt Singapur. Also, was haben wir dazu sagen? Und Regen auch noch. Also, ich gehe nicht davon aus, dass ich dieses Rennen zu Ende fahre. Bist du in Singapur Test gefahren? Nee, Singapur habe ich nicht mal Test gefahren, nee. Gar nicht. Ich habe nur Belgien und Italien, habe ich eine Runde, aber auch nur. Und dann. Ja, das funktioniert bestimmt erst richtig gut. Ja, ja, also ich. Dein Auto hat gerade einfach so gewippt. Das ist einfach wie so eine Wippe. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Immer hoch, runter gegangen. Das war richtig cool. Ja, wie gesagt, also ich gehe nicht davon aus, dass ich hier zu Ende fahre. Wie gesagt, Punkte sind wichtig, wir werden immer mehr überholt. Zumindest so viel Punkte, dass man halt nicht eingeholt wird. Ja, ich bin von Platz 4 auf Platz 5 gefallen im Rennen von Belgien. Habe mich in Italien, obwohl ich rausgeflogen bin, auf Platz 5 halten können. Das heißt, ich bin jetzt auf Platz 5. Du bist von Platz 1 auf Platz 3 gerutscht in der Rangliste. Aber da ist alles ganz knapp bei mir. Ist alles ganz knapp, das ist klar, aber wenn du jetzt nicht gewinnst, wenn du wieder 0 Punkte holst, ja, dann kommen die anderen auch ran, je nachdem wie die halt fahren, aber nicht nur ran und Hamilton und Verstappen ziehen weg, das ziehen ist das weg, Problem. Zum Beispiel, die Punkte also, holen. Man muss jetzt nicht unbedingt Erster werden, das wäre zwar auch mega super toll, aber immerhin Punkte, das wäre schon ganz angenehm. Also mein Ziel ist vor Hamilton und vor Verstappen. Wobei ja die letzten... Also natürlich Punkte. Wobei die letzten Rennen ja ziemlich so Leute gewonnen haben, die ja eigentlich nie Rennen gewinnen. Also Raikkonen hat zweimal hintereinander jetzt gut Punkte geholt. Einmal Erster, einmal Zweiter oder Dritter. Ja, oder das stimmt. Das ist auch mein Glück gewesen. Sonst wäre Verstappen und Hamilton viel weiter weg. Ich habe wie gesagt drei Rennen... Ja, keine Punkte. Null. Ja, wenn wir jetzt auch 0 Punkte holen, dann haben wir auch Konstrukteur den zweiten Platz verloren. Den ersten haben wir schon verloren. Ja. Den zweiten, den können wir heute auch noch verlieren. Also es steht vieles auf dem Spiel, aber die Aussichten, die sind trotzdem, auch wenn wir uns dem bewusst sind und hier echt gut fahren müssen, sind die Aussichten trotzdem echt schlecht. Strecken sind noch auf dem Rennkalender. Auch ein extrem... Ja, lange davon Strecke sind die meisten irgendwie nicht ganz so, also nicht mein Fall, außer Russland. Russland mag ich. Ja, geht so. Natürlich auch eine gefährliche Strecke wegen viel Bande, ja, aber. Viel Bande, nahe Bande. Geht so. Aber die Strecke an sich kann ich halt eigentlich ganz gut fahren. Ich weiß nicht, was genau alles kommt.
Zum Beispiel, also Mexiko wollte ich gerade sagen. Mexiko kommt noch mit der längsten Gerade, glaube ich, im ganzen Rennkalender. Also ich habe ja letzte Saison auch USA, Japan. Einen krassen Endspurt hingelegt, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gepackt. Also ich habe letzte Saison am Ende, ich glaube, 4 Rennen oder 5 Rennen hintereinander gewonnen und wurde dann so Vater. Ja, du warst am Ende richtig Weltmeister. Also ich war, Mexiko habe ich, glaube ich, gewonnen, USA habe ich, glaube ich, gewonnen, Singapur auch. Was da nicht alles. Singapur gewonnen? Ja, ja, Singapur habe ich gewonnen. Ist Singapur rausgeflogen? Du bist Singapur rausgeflogen, ja. Nach ganz viel Chaos, ich wollte dir helfen, was auch immer. Du also, warst dann. Dass du das noch gewonnen hast. Bin ich da nicht weggerannt? Nee, mich nicht, aber einige andere. Einige. Ja, wir hatten nur auch eine Kollision. Ach, das weiß ich nicht. Das war ein ganz chaosiges Rennen. Aber die davor, die waren nicht so. Da war nicht so viel Chaos angesagt, aber auch da habe ich trotzdem gewonnen. Trotzdem hat er gewonnen, oder? Ja, also ich habe echt einen super Endspurt hingelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Von ja, daher schätze ich die Strecken gar nicht so schlecht ein. Auch die USA-Strecke finde ich gar nicht so scheiße. Ich, also USA-Strecke würde ich viel besser. Das Hergezicke da in dieser einen Kurve, in diesen Kurvenkombinationen da. Ja, aber also ich finde USA deutlich besser als, Drehe mich da über Russland, würde ich jetzt sagen. Also Russland finde ich auch nicht schlecht. Aber USA finde ich, da sind die Banden weit weg, da sind das eine ganz breite Strecke. Ja, da dreht man sich irgendwie aus. Nee. Häufig. Also die finde ich echt ganz, ganz cool. Und Mexiko ist auch nicht so schlimm, also. Ja, werden wir sehen. Nee, Mexiko ist nicht schlimmer. Mexiko ist, also glaube ich, fahrerisch. Ich glaube, dass die KI ist da, glaube ich, relativ. Das weiß ich nicht mehr, aber, oder weiß ich auch jetzt nicht. Wie die sich verändert hat zum letzten Teil, aber ich jedenfalls nicht, haben wir mit Racing Point ja auch einen Vorteil da auf dieser langen Geraden. Ja, aber ich wurde auch von Raikön heute schon. Also in Italien hatte ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich einen Vorteil habe bei Geraden. Du kannst ja nicht fahren. Was? Nee, Spaß. Ja, keine Ahnung, also es ist alles eng. Ah, das war eng. Das war ganz so knapp. Ja. Ich dachte schon, dass du Angst, drin dass bist. Ich dachte, du bist drin. Aber gut, du hast schon eine Runde gefahren, von daher ist okay. Und ich habe ein bisschen verschlafen. Eigentlich wollte ich schon vor einer Minute raus. Alles klar. Ich fahre immer so 10:30, zwischen 11, 10:30 so raus. Jetzt ist es schon 9:30 und ich stehe immer noch hier. Ich guck dir die ganze Zeit zu und fantasiere über die nächsten Strecken. Schauen wir mal, was ich so reißen kann. Ich glaube, ich. Nee, mein Reifen ist ab. Nice. Sehr Scheiße. Schön. Läuft bei dir. Motor aus. Ja, ah, Scheiße. Weggedreht beim Rausbeschleunigen. Was ich jetzt mal mache, das habe ich noch nie gemacht im Qualifying. Also heute zumindest nicht in den 3 Rennen. Ist die Vorderbremskraft. Holy shit. Vorderbremskraft direkt. Fast, also in der Runde, wo ich gerade war, hätte ich mich vielleicht, aber nur wirklich vielleicht ein ganz bisschen verbessert. Und die Bots, Max Verstappen, der fährt ja bestimmt gleich auch nochmal und der ist auch nur 3 Zehntel. Ja, nice, rot, gelb. Rot, gelb. Was ein Arschloch, Kubica, den ramm ich weg. Auf dieser Strecke bin ich sowieso immer aggressiv. Ich möchte da nicht an letztes Jahr erinnern. Ich glaub nicht, dass ich unbedingt Erster werde. Aber ohne Spaß, das macht gar keinen Sinn. Was war das denn jetzt für ein Bug? Wieso, was für ein Bug? Ja, entweder ich bin blind im Kopf und hab nicht gesehen, dass ich links irgendwo gegengefahren bin. Aber Kubica hat von rechts überholt, hat mich rechts getroffen und ich hab links einen gelben oder orangenen Frontflügel. Cool, oder? Hm. Das bockt. Oder? Das bockt auf jeden Fall. Ja, ich kann so ein paar schöne Bilder machen. Und ich kann ihn nicht mal einholen. Mann! Ja, du musst aber eh an die Box. Ja, ich weiß, aber ich würde ihn gern wegrammen. Digga. Oh, Scheiße! Ich hab ihn weggerammt. Wieso ist dein Auto nicht kaputt? 5 Platz Gridstrafe! Wie viel? 5? Ja. Wow! Ich hätte die Kurve nicht mehr gemacht. Das sind tolle Bilder gerade. Das war der Crash, glaube ich. Also das Ding ist, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn zwar wegrahmen, aber noch nicht so. Aber ich habe nicht... Die Kamera hat halt leider so umgestellt, man hat den Crash quasi gar nicht gesehen. Ich habe die Strecke nicht testgefahren, das ist das Problem.
Ich habe halt keine Ahnung gehabt, dass da jetzt eine Kurve kommt und plötzlich ist alles rot vor mir, dass ich bremsen soll. Ja, das war witzig. Ja, ja, richtig cool. 5 Plätze Grid, also Start. Den verkacke ich sowieso wieder, dann bin ich wahrscheinlich voll im Pulk drin. Das wird richtig cool. Ja, nice. Also es kann bei mir ziemlich gut sein, dass ich nicht als erster starte. Also ich kann mich jetzt nicht mehr überholen. Ja, das weiß ich. Haha, echt, weiter. Oh Mann. Es kann... Das hat schon wieder alles gezeigt. Das hat schon wieder alles gezeigt. Und jetzt Regenstart, ich weiß auch, dass ich letzte Saison habe ich richtig viel den Start in Singapur trainiert. Echt jetzt? Ja. Krasser Typ. Aber da wusste ich natürlich noch nicht, mit welcher Drehzahl man so starten muss. Aber deswegen kriege ich das jetzt, glaube ich, so im Pulk starten. Könnte ich jetzt noch besser mit der Drehzahl, jetzt wo ich, wie ich weiß, wie ich ungefähr starten muss. Wow. Wenn ich wegkomme und ich nicht von hinten voll weggerammt werde. Aber naja, angenehm ist es trotzdem nicht. Meinst du? Ach ja. So viel Spaß wie ich kann man auch erst jetzt wieder haben, ey. Das ist so geil, ey. Was ist da los? Ja. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich als erster starte. Machst du immer noch Bilder? Oder ich habe schon ganz coole Bilder eigentlich gemacht, aber ja, wenn was passt? Wenn du so alleine auf der Strecke bist, ist es langweilig, die Bilder. Ja, nein, du sollst jetzt keine machen, aber nicht, dass wieder alles voll klatscht und dann dann fahre ich aus Versehen irgendwie gegen die Wand und dann sagst du, ach ja, so, toll. Ich will ja wissen, ob die sich verbessern. Ja, das kannst du dann am Ende sehen. Die fahren ja eh noch nicht. Ah, okay, dann mach ich. Die fahren jetzt auf die Strecke. Die fahren ja eh noch nicht. Nein, wenn ich komme, also einer ist jetzt schon gefahren, aber wenn ich komme, dann fahren ganz viele. Darauf habe ich echt nicht so Lust. Ich will ganz ehrlich sagen. Alter, es ist eine Scheißstrecke. Weiß. Jo. Wenn man die ein bisschen schneller fährt. Ein bisschen so Formel 1, wenn ich so ein bisschen schneller fähre. Ja, vorhin bin ich halt echt extrem. Hallo, warum machen die Fotos von mir? Vorhin bin ich extrem langsam gefahren. Das machst du doch immer. Alter, ich war hier so vorbei und dann so Blitzlicht überall. Was soll das denn? Rennkommission! War ein bisschen schneller. Ja. Ich hält's seit Bappen. Ich muss jetzt eigentlich einen guten Platz holen. Weil jetzt habe ich auch noch Gridstrafe. Ja, wenn ich jetzt irgendwie so Platz 6 fahre und dann mit Gridstrafe bin ich dann irgendwie so 20. Wahrscheinlich. Ja. Hol dir einfach noch eine Gridstrafe. Wieso hast du eigentlich. Und eine Grid. Weißt du, hättest du in Italien eine Gridstrafe bekommen, wäre der Unfall nicht passiert. Was? Und mein Frontflügel wäre nicht kaputt gegangen. Wieso wäre dann nicht passiert? Dann hätte ich bestimmt das gewonnen und du hättest was? Auch irgendwie ein paar Punkte bekommen. Genau. Wahrscheinlich. Nur Rennkommission! Mann, ich fühle mich benachteiligt. Ja, ich fühle mich richtig gut. Da hättest du die Gridstrafe verdient gehabt. Ja, danke. Ich sehe gerade irgendwie auf deinem Display steht irgendwas mit Minuszeiten und jetzt gerade ist es wieder Plus. Wow! Das war eine gute Kurve. Ich merk schon, ja, da habe ich gar nicht abgebremst. Oh Scheiße, das ist die Wand. Das war ein absoluter Fail. Ich dachte, mein Reifen ist jetzt weg. Dass ich da noch gebremst habe, das ist ja absolut krass. Dann wäre die Gridstrafe auch egal gewesen. Ups. Nee, wir machen da schon noch was draus. Ja, sehe ich. Ich weiß schon, dass das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Im Leben hat man immer harte Zeiten. Was Philosophie Mann, ich eigentlich ich war gar. Die letzten Rennen... Zweiter Platz. 0,034. Und ich bin Zweiter. Ich war so knapp an dir dran und habe so eine Scheiße fabriziert.
Also so schlecht war die Runde offensichtlich gar nicht. Weil dann bin ich ja wenigstens... Meine war ja auch. Ja, ja, aber ich bin halt wenigstens ja knapp besser als die Bots. Ja. Das würde ich... nicht mal ein Zehntel hinter mir. Ja. Oh. Ungefähr 300. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn du auf Platz 1 nicht qualifizierst. Ja, ich auch nicht. Weil dann wärst du noch einen Platz weiter vorne. Einer, einer wahrscheinlich weniger, der mich wegrammen kann. Hoffentlich, auf jeden Fall. Sagt er jetzt so und am Ende habe ich ihn dadurch weggerammt. Mercedes auf, das ist gut, das ist gut. Machen Breaktest. Da fährt er nicht drauf, ist zu langsam, aber. Ja, aber er hat trotzdem ausgehört. Ja. Safe war es keine schnelle Runde. Nee, war es nicht. Nice. Jetzt machen die wieder Fotos, ey. Valtteri Bottas und Hamilton sind beide auf einer Outlap. Nice, aber der Max überholt Verstappen mich jetzt. Ist gerade in der richtigen Runde. Ich hab jetzt dann eine schnellste Runde und dann klebt er mir die ganze Zeit am Arsch. Überholt mich wahrscheinlich auch noch. Macht richtig Druck. Das wird toll. Bitte Max, verbessere dich nicht. Ich hasse dich sonst. Ausgerechnet Max, wenn mich irgendwie... Ja, zweiter Mensch, Start Max ist immer noch... Hauptsache ich starte in der ersten Startreihe, das ist das Wichtigste. Ja. Der zweiter Starten ist, finde ich, nicht so schlimm, aber wenn man schon in der zweiten Startreihe, wenn man ein Auto vor sich hat, wenn man startet, das ist halt die Scheiße. Come on jetzt, come on. Eine starke Runde fahren. Indem ich die Kurven abkürze. War schon mal nicht so ein guter Anfang. Anfang so semi. Ich glaube, das Bottas hinter dir, der ist natürlich jetzt auch auf einer schnellen Runde. Ja, ich sag ja, der nervt jetzt eigentlich nur. Ja, bremst ihn aus. Nee. Alter, warum krieg ich die ganze Zeit Plus? Ich fahr eigentlich gut. 30 Sekunden in die. Ja, das geht gar nicht mehr runter. Ich bin gleich bei 12 Sekunden oder so. Was ist das denn für ein Schied? Fett, Max? Ja, natürlich. Auf Max, ah, Max Verstappen geht wieder in die Box. Das nein. Jetzt halt ihn auf, halt ihn auf. Ja, wenn ich kann. Nein! Ja. Nein! Oh. Den krieg ich. Hab ich ihn ein bisschen aufgehalten wenigstens? Ich glaub schon, ja. Hast ihn ja berührt. Ich würde ihn gerne noch catchen, aber das ist, er ist zu schnell. Nee, kriegst du nicht mehr. Sir, können Sie bitte stehen bleiben, hallo? Rennkommission! Oh, oh, oh! Ja, gar keine Gefahr. Ist so gut ohne Frontflügel. Oh! Ja, ja, ich bin richtig stark. Yeah. Lol, da ist nichts passiert. Das ist nichts passiert. Ach Mann. Das ist ja auch für deine Zuschauer interessant gestalten. Damit hätte keiner gerechnet, dass ich jetzt einfach. Lol, Viertel. Hat's noch geschafft. 200. Naja, ich bin trotzdem im Start bei 1, das ist das Wichtigste. So, neue Kamera, Akku. Hamilton nur auf Platz 9. Auch gut. Und zwei Renaults hinter mir. Ist auch gut. So, Kamera neu gestartet. So, also ziemlich heftiger Regen sogar. Ich glaube, wir starten auf richtig blauen Reifen. Richtig. Wir werden irgendwann auf richtig blau. Oder unecht. Nee, ganz original echt blau und dann werden wir wahrscheinlich auf Intermediates wechseln müssen. Geh nicht zu aggressiv. Junge, umso richtiger, dass in diesem Regenrennen jetzt mal ein Boxen. Junge, schüttet das. Alter, 62 Minuten. Wir werden wahrscheinlich so. Was? Naja, am Ende muss man sogar noch auf Trockenreifen wahrscheinlich fahren. Mach mal ein. Warte, wie war das? Der Benzinverbrauch ist im Regen groß, oder? Ja, logischerweise, man nein, fährt ja länger. Nein, ist ja nicht groß.
Ich mache ihn ganz gering. Ja, nicht ganz gering, aber er ist nicht viel größer. Also ist okay. Ich starte jetzt mitten im Pulk und die rammen mich eh wieder alle weg. Ich starte innen. Ja, dann passt doch, dass du Zweiter geworden bist. Boah, im Regen starten. Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Junge, Hilfe! Vor allem, wenn die vor mir fahren. LOL! Ups. Also Leute, nochmal in der letzten Folge zu diesem Italienrennen, eine kleine Anekdote. Spielstopp. Das werden wir hier im Regen natürlich auch sehr vorsichtig alles machen müssen und ich habe mir das selber nochmal angeguckt, die Szene mit Raikön muss wirklich ja ein bisschen vorsichtiger fahren, ein bisschen mehr Zeit lassen. Das Rennen hat ja seine Runden. Ich habe mir die Startszene von mir noch nicht angeguckt, aber auf jeden Fall lag es am Start. Was genau ich da jetzt gemacht habe und wie ich das besser mache, keine Ahnung. Sollte man hier was mit der Vorderkraftbremsverteilung machen? Ich habe volle Pulle, 70, hau rein. Ich mache 64. Ich sehe nichts. Ich kann nicht fahren. Ja, das war jetzt. Starten kann ich sowieso nicht. Das wird so ein crazy Rennen, wenn es überhaupt ein Rennen wird. In 5 Minuten ist der Regen, der Starkregen vorbei. Dann nur noch leichter Regen. Ja, können wir das Rennen nicht erst in 5 Minuten starten? Ja, ohne Spaß! Wer denkt sich sowas aus? Ne, wir starten jetzt, egal! Jetzt! 5 Minuten ist doch wurscht, jetzt wird er gestartet, das Rennen! Ja, das ist egal! Statt dass man 5 Minuten wartet, oder? So oder? Das wäre einfach viel zu gut. Sag das der Rennkommission. Rennkommission! Stellst du auch manchmal dein Differential? Nee, was ist das denn überhaupt? Ja, ist so, was ist das? Weiß ich ja nicht. Oh, ich rutsch einfach. Ich stelle schon mal meine Sachen jetzt hier hoch. Ich wäre übrigens Platz 8, also ich bin Platz 8. Wer vor allem? Wer ist Platz 8? Wenn ich fahren würde. Bitte bring mich nicht zum Lachen, ich muss doch jetzt Punkte holen. Ja, ich auch. Verstappen und Hamilton sind doch immerhin jetzt schon mal von der Startreihe so weit weg. Ey, meiner zittert so hart, regnet es. So kalt, der zittert schon. Ja, mein auch. Egal, oh Gott, jetzt wird gestartet. Ich hab so Angst. Ah, immerhin nehme ich mit der Kamera jetzt schon 4 Minuten auf. Ich habe die Einführungsrunde heute mal mit der Kamera neu gestartet. Sonst starte ich die mal nach der Einführungsrunde neu. Gedulde dich und achte auf die Startampel. La la la. Mein Puls ist gerade so, weil ich. Okay, schlechter Start. So einen guten Start muss man erstmal schaffen. Ich sehe nichts, ich werde euch so drauf fahren. Digga, was ist das für ein Scheißgespiel? Ich glaube, ich bin auf Platz 2 geblieben. Ich kann es aber nicht so hundertprozentig sagen. Ich sehe okay, nicht ich mal, wo zwei. Die Autos sind. Boah, was? Wo kommt denn Leclerc jetzt her? Leclerc ist Platz 3. Leclerc. Zwei Ringe. Wo komme ich denn her? Ich bin da. Was? Was? Angst. Alter. Hey, ich fahre schon mal länger als Belgien und Italien. Das ist ja richtig stark. Bitte bring mich nicht zum Lachen. Ist doch egal. Ich werde es im ganzen Rennen nicht hinbekommen, kann ich dir jetzt schon sagen, nicht hinbekommen. Was denn? Behinderten Vettel zu überholen. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so schlimm. Oh, scheiße. Nein, ich rutsch, ich stehe, roter Frontflügel, ich stehe. Alarm, gelber Sektor, Alarm. Scheiße, Verwarnung, ja. Ja, rechts, links, überall rot. Neue Änderung bestätigen. Jetzt mit dem Safety Car ins Ziel fahren. Änderung bestätigen.
Safety Car, warum kommt denn nicht kein Safety Car? Ich ramm den mal weg kurz. Wir drängen uns gerade beide, links, rechts. Oh Gott, Wand. Ich war übrigens auf Platz 4, ich war hinter Leclerc direkt. Echt? Aber ich habe mich halt jetzt so hart verbremst und durch den Regen direkt gerutscht. Ich habe einen komplett roten Frontflügel, auch ein bisschen mir zu verschulden. Ja, wenn du dich verbremst, dann... Boah, ich dreh mich. Mein Reifen ist weg. Alter Mike, du überstehst einfach nicht die erste Runde. Ja. Machst du das eigentlich extra? Nein! Machst es extra! Digga, ich rutsch hier mit dem Regen wie ein... Also dieses Rennen bin ich am chaotischsten gefahren, das muss ich zugeben. Also ich bin Belgien viel ernster gefahren als hier. Italien, da bin ich gar nicht gefahren, also ich bin nur gestartet. Ich bin nur gestartet, aber ich wollte das auch ernst angehen. Also ich muss schon sagen, dass ich hier jetzt nicht so ernst an die Sache gegangen bin. Echt? Weil ich hier gerade nochmal viel ernster. Weil ich so oder so rausfliege, also da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Ne? Und ich bin ja auch gut gestartet. Ich bin ja dann in die eine Kurve ein bisschen komisch reingefahren, aber war dadurch auf Platz 4 von Platz 8. Ja, und auf Platz 4 habe ich mich dann verbremst. Komplett roter Frontflügel, heißt, ich muss an die Box, muss ihn wechseln. Da kannst du im Regen sowieso nicht mehr aufholen. Das bringt sowieso nicht mehr. Dann bin ich aus der nächsten Kurve ein bisschen zu viel Gas gegeben. Bin ich wieder gerutscht. Ja, und dann, dann bin ich ein bisschen Kamikaze in die eine Kurve gefahren. Hab den 3 Sekunden Zeitstrafe gekriegt, weil ich die ein bisschen abgekürzt habe. Und hab mich dann wieder gedreht anschließend. Und bin dann an die Wand gekommen und da war der Reifen weg. Beziehungsweise war er, glaube ich, nicht mal richtig weggeflogen. Er ist nur leicht abgegangen. Kannst du ja Bilder machen. Ja, also es war jetzt... Also es war definitiv nicht mit Absicht, auf keinen Fall. Aber ich bin die anderen Rennen viel ernster gegangen. Ja, siehst du... Da ist der roter Frontflügel. Ja, so ähnlich ging es mir jetzt auch. Dann hatte ich ein paar Crashes mit anderen Leuten. So wie, Alter, so wie dir. Ich sehe es, ist ein geiles Doppelter Bild. Doppelter roter Frontflügel. Das ist ein geiles Bild. Ja, den hatte ich auch. Und dann ist eigentlich Game Over. Also auch für dich schon. Also ich würde mir da jetzt gar keine Gedanken mehr machen. Wenn man jetzt, du musst an die Box, lol, du drängst dich noch. Du musst an die Box und im Regen aufzuholen. Das ist RIP. Ja, ich bin nicht an die Box. Ist jetzt ganz weg der Frontflügel oder ist noch was dran? Nee, ist noch was dran. Rechts ist noch fast alles dran, links ist ziemlich viel weg. Naja, der ist eigentlich komplett rot. Mir angezeigt. Also links ist auch noch was dran, aber halt nicht viel. Also jetzt mit rot komplett weiterzufahren ist halt sehr riskant. Wetterbericht. Deswegen hast du mich, glaube ich, auch rausgehauen. Was hat er gesagt? Minuten. Okay. Naja, egal. Coole Bilder haben wir auf jeden Fall gemacht. Schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. Das dritte Rennwochenende, wo wir jetzt nur... Ja, okay. ich hab's nicht mal gesehen. Meine Kamera war ein bisschen außerhalb. Gut, da müsst ihr auch weg vom Fenster. Das Scheiße! Dritte. Okay, jetzt aber nochmal gucken. Ich will jetzt gucken, was Hamilton und Verstappen. Ja, das dritte Rennwochenende jetzt hintereinander, wo wir nichts geholt haben. Das ist ja genau das, was ich jetzt sage. Also, deswegen, also, ihr dürft jetzt nicht denken, bloß weil Jan das vorhin gesagt hat, dass ich das mit Absicht mache. Das mache ich auf keinen Fall, aber. Ja, so wie das Rennen gestartet hat, mit rotem Frontflügel und so, da gehe ich nicht mehr so ernst an die Sache, weil es ist dann schon gelaufen. Ihr seht es ja bei Jan, er hat gesagt, er nimmt es ernst. Und was ist passiert? Wand, es ist gelaufen. Ja, also, da tut sich nicht viel. Er ist in Platz 4 geworden, scheiße. So, ich guck mal drauf. Gucken mal gleichzeitig drauf, dann haben wir hier heute eine einheitliche Folge. Ich hoffe, dass das in nächster Zeit besser wird. Ich hoffe, dass da bessere Strecken kommen. Jedenfalls sind wir jetzt gut im Plan. So, können wir noch eine Strecke aufnehmen. Ja, genau. Platz 6. Ich bin einen abgerutscht. Ich bin wieder einen abgerutscht und bin sogar jetzt punktgleich mit Bottas. Aber Vettel hat der nicht gerade gewonnen, doch, ne? Ja. Vettel hat gerade gewonnen, ist nur auf Platz 8. Also schon schwach. Konstrukteure nur noch auf Platz 3, ich bin auf Platz 3 und habe jetzt auch Abstand einen guten verloren, Abstand zu Hamilton. Aber Gasly ist nicht groß rangekommen, eigentlich gar nicht. Der hat ja 133, der hat offensichtlich gar keinen Punkt geholt. Na gut, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war richtig scheiße heute.
Alle drei, ja. Ciao. Ciao, ciao.